Ja, servus, einen wunderschönen guten Tag und Axuz Neu wünsche ich euch. Ja, ihr hört's, ich bin leider nicht selber nicht ganz gesund. Passiert. Ja, herzlich willkommen zum mal wieder am Vlog von mir. Schon sehr lang her, dass ich auch mal einen richtigen Vlog gebracht habe. Und ja, ich habe es ja Weihnachten angekündigt. Es war dann mal wieder ein Video gekommen. Ich bin allerdings kurz nach Weihnachten wieder schön krank geworden. Ich war vor Weihnachten, 2 oder 3 Wochen vorher schon mal krank. Und war dann wieder erben. Und jetzt haben wir Weihnachtsurlaub, 2 Wochen gehabt. Also, ja, Samstag, heute Montag geht der Erben wieder los. Samstag, der 7. Ja, und ich habe mir die Wochen nach Weihnachten, seit dem Mittwoch bin ich eigentlich krank. Liege ich schon wieder flach. Hat sich das, was ich da davor, ja, jetzt mittlerweile 5 Wochen gehabt habe, gleich noch einmal verbrannt. Naja, herzlichen Glückwunsch. Man hat ja sonst nichts. Ich glaube. Also seht's mir noch. Entschuldigung. Wenn ich immer mal ein wenig husten tue. Wenn ich mich am Schnäuzer oder was. Ist einfach so. Ja, was machen wir? Ich habe gesagt, wir machen einen Hofrundgang. Aber das kommt mir gerade nicht gelegen. Für meine Anamotorsicht kommt heute theoretisch mit der Post der Dichtsatz, Vergaserrepsatz. Und ja, den möchte ich einbauen. Ich habe die, sehe ich jetzt am Wochenende, oder besser gesagt, ja, unter der Woche haben wir zerlegt gehabt. Und habe dann im Ultraschallbad gereinigt, habe dann wieder zusammengebaut, weil ich gedacht habe, vielleicht probierst du das einmal mit den Membranen, aber das hat nicht funktioniert. Zum Thema Motorsäge, ich habe mittlerweile ja 4 neue Motorsägen. Ich habe mir gekauft ein Stihl E30 für Sägewerk. Das ist ein Drehstromkettensäge, also 95 Schwer drauf, die hängen in meinem Sägewerk unten drunter. Habe ich auch schon erfolgreich ausprobiert in einem Eichenstamm. Geht wunderbar. Ich habe mir gekauft im November eine Stihl 024 Super. Die läuft hervorragend, steht da unten in der Maschinenhalle. War auch schon im Volt im Einsatz. Astrein, kein Problem. Ja, und heute vor einer Woche, also an Silvester, sind mir noch 2 Sägen zugelaufen. Die sind mir zugelaufen, weil der Preis saumäßig günstig war. Ich habe einen 100er gezahlt. Und zwar eine 020 AV und eine 020 AVP. Die 020 AV hat einen Top-Händelgriff, die Säge läuft einwandfrei, steht unten in der Maschinenhalle mit Schwert und Ketten drauf, geht, brauche ich nichts dran machen. Die AVP muss ich auch mal general überholen. Der Starter hat gezwickt gehabt, habe ich jetzt gemacht. Luftfilter reinigen, die ganze Säge mal reinigen, Zündkerzen, tralala, pipapo. Wichtigster Punkt war die Tankdichtung. Zeige ich euch die Sägerstimmung. Das ist er. 020 AVP. Das ist, wenn man so will, der Vorläufer von der jetzigen 201. Also ist auch Profisäge. Halt aus die, ja, 80er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Ihr wisst, ich bin so ein wenig Sammler von Oldtimer Sägen. Ja, so sieht es bei mir so ein wenig. Ja. Weiß nicht, mittlerweile, wie gesagt, ich habe einiger. Das ist jetzt dann meine 8. Motorsäge mittlerweile. Ja, gut. Brauche ich mir vielleicht ein wenig mehr Volt. Egal. Vorher sagte ich mir, ja, du bist da fast wieder ohne Volt oder wie? Sag ich mir, ja, normal. Warum ist besser als braun? Nee, die habe ich gekauft, weil der Preis halt so gut war. Und ja. Kugi, was machst denn du? Langsam. Ja, auf jeden Fall, die zerlege ich jetzt einmal, weil der Dichtsatz kommt. Da nehme ich euch mit. Nicht wundern nebenbei, ich war auch gleich mal Frühstück zu mir nehmen. Draußen ist es noch relativ dunkel. Deswegen bin ich noch nicht im Stall. Habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit so gehandhabt, weil wenn ich in einen Stall reingehe, dann lasse ich auch gleich die Hühner früh raus. Und wenn das früh noch so dusselig ist, dann habe ich da noch keine Lust. Ich meine, ich baue die Säge jetzt auseinander in den Vergaser raus. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich in einen Stall. Das ist jetzt gerade, ja, Viertel neuner. Ja, es wird jetzt langsam hell draußen. Man könnte es jetzt vielleicht auslösen.
Ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber wie ich aufgestanden bin vorhin um 7 Uhr, da war schon ein Stück finster. Ist halt Winter, ne? Ne, wie gesagt, ich nehme euch jetzt da mal mit beim Zerlegen. Und ja, wünsche euch da dabei ein wenig viel Spaß. Schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe jetzt Übung drin. Ich habe es halt schon ein paar Mal zerlegt. Wie gesagt, ich werde zwischendurch immer mal was frühstücken, weil ich habe mal Essen im Auto stehen. Das bietet sich an. Und ja, die sehe ich da. Die lässt sich wunderbar in der Wohnung zerlegen. Ich brauche mich nicht in die kalte Maschine halt stellen. Das ist ein kleiner leichter, sehe ich. Passt du auf dem Wohnzimmertisch drauf. Zack, 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 baust du auf eine. Geht wunderbar. Wie gesagt, viel Spaß dabei. Machen wir jetzt auch schon mal einen Luftfilter runter. Und lösen die Muttern, die das Gehäuse mit dem Vergaser verbinden. Dann die zwei Gehäuseschrauben. Ja. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon einmal gemacht, deswegen weiß, wo ich noch lange muss. Mit 20 AVP, das ist ein wenig ein Sech, da schimpfen einige Leute drüber. Inklusive Stillhändler. Weil die ist recht verbaut, du kommst da nicht vergasen, nur noch, wenn du das ganze Gehäuse auseinanderbaust. Stört mich aber nicht. Ich werde nicht bezahlt noch derzeit. Sondern ich mache das ja rein für dich. Weil es ein wenig ein Hobby auch ist. Nächster Schritt. Zündkerzenrunde. Zündkerzenkurbel. Unten lösen. Steckt sich in dem Zündkerzenkordel unterhalb vom Auspuff ebenfalls bei den 020er Schrauben. Ja, wie gesagt, wenn mich jetzt verblödelt, welche die auf dem Motor sehen. So haben wir, das ist halt auch, wie gesagt, ein Hobby. Ich schraube gern. Und wenn es dann am Bulldog gerade nicht schraubst, ja, wir haben mal einen Betrag, wo es gemacht gehört. Aber wenn in der Halle kein Platz ist, dann kannst du halt an dem nicht schrauben. Das sind so Motorsägen dann eigentlich eine recht schöne Sache. Außerdem ist es ein schönes Hobby. Also, mir wurscht, was Leute denken. Aber wenn ich jetzt nicht
die großen Waldflächen habe. Ist mir egal. Es macht einfach Spaß mit dem Zeug da zu arbeiten. Es macht Spaß daran zu bauen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon mal so, ja, älterer, kleiner Profi-Secho. Das hat sich jetzt angeboten. Ich hätte es auch nicht dringend gebraucht, aber. Das ist eine frühe Lichtung. Die Sicht, bei der Sicht muss man alles irgendwie von einer Bauer übernommen. Das ist kein. Naja. Ich sag mal so, wenn es dann eine Gase von 0,38 zum Beispiel willst, die ich hab, dann bist du halt in. Nicht einmal eine Minute dran. Bei der, wenn es dann eine Gase genommen willst, du. So, da stehen wir die ganze Sicht an. Ich hoffe natürlich, dass es dann für Gase dicht zu ist, so wie ich würde schon sagen. Also dicht ist er ja, aber halt die Membranen sind einfach hart. Das ist das große Problem. Das habe ich schon gemerkt, wie ich es ausgebaut habe. Irgendwie haben sich die nicht mehr so doll angelangt. Dann habe ich mir ein Ultraschallbord gehabt, natürlich nicht die Membran. Die waren an der Zeit an die Luft gelegen. Und wie ich es aber eingebaut habe, da waren die schon bald wie so, naja, wie Papier, richtig hart. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass es nicht funktionieren kann, aber wie es halt so ist, man möchte es ja dann doch ausprobieren, weil es könnte ja sein, dass er vielleicht doch zufälligerweise da anspringt. Aber dann ist er gar nicht mehr abgesprungen. Vorher ist er ja wenigstens gestartet, du konntest aber kein Gas geben. Du konntest da nichts einstellen so recht. Egal wie es aufgedreht ist, das ist irgendwie nicht genug Sprit gekommen. Die Leitungen, das waren aber alle frei. Die Spritleitung ist neu. Handgriff. Ja. So geht es dann halt. Den Griff jetzt hier oben von der Säge runterzubringen, muss ich unten drunter vorne das AV-Element lösen, weil ich krieg sonst das Gasgestänge nicht ausklingt. Das ist alles ein bisschen, ja, ich sage, am Händler brauchst du das Säge nicht mehr bringen, aber die sagen, da langen wir nicht mehr noch. Ich geh mit einem alten Gelump vorne Ski. Ah, eine neue Sicht, wenn du so eine Vergase willst, wenn du bloß eine neue hin willst. Wie gesagt, du machst hinten eine Vergaser-Home-Runde, eine Luftfilter-Runde, bist am Vergaser drin, löst einer zwei Muren, ziehst nach raus, Käse gegessen. Bei der 020 AV war das halt nicht alles so durchdacht. AV-Gummi. Und jetzt habe ich plötzlich mein Gasgestänge ausgegangen. Mhm.
Grillgriffen. Wow. Jetzt habe ich eigentlich schon nur noch den Motor. Und danke, Luis. Sind jetzt dann Hummusmarschramm? Ja. Die Hummusmarschramm haben wir unten noch. Sind jetzt aber die letzten beiden. Dann kommt endlich das Gehäuse drin. Wichtig bei dieser Säge, das Gehäuse nicht einfach abziehen. Ich habe gesehen, ich habe einen Hammer da. Die hat die Stehbolzen vom Vergaser. Der Vergaser hat hinten dran einen Gummiansaug. Wenn ich jetzt das Gehäuse da einfach abziehe und es verkeilt sich da oben mit den Stehbolzen, dann ziehe ich hinten an diesen Gummiansaug und kann er kaputt machen. Problem ist, diesen Gummiansaug kriegt man nicht mehr neu. Es gibt ein paar, die haben aus Freischneideteile neu gebaut. Das soll wohl irgendwie gehen. Habe ich aber nicht vor, um dem vorzubeugen, mit dem Hammer vorsichtig auf die Stehbolzen draufhauen. Also nicht drauf prügeln, sondern vorsichtig draufhauen, dass die immer schön hochrutschen. Und dann löst sich das. Weil der Spritschlauch geht nicht direkt drauf, sondern es ist ein, wie ein Röhrler, das steckt im Spritschlauch drin. Und das verkantet jetzt da ein bisschen und muss auch gelöst werden. Also das verspannt sich alles immer gegenseitig. Kein großer Akt. Da hinten drin ist der Spritzschlauch. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erkenne. Der schwarze Pinöbel da hinten drin. Ja, ja, Rüller. Ich komme schon an. Gut. Jetzt sind wir schon so weit. Ja, das ist jetzt dann das eigentliche Motorteil, Zylinder, Kurbelgehäuse, Schwungrad bzw. Lüfterrad, Zündspulen, davon aus jetzt der Öltank, Kupplung, Kettenrad, Auspuff. Naja, das ist obligatorisch halt. Ich löse jetzt die zwei Muren, die am Vergaser selber sitzen. Und wir haben noch was essen. Dann machen wir den Impulsschlauch runter, wenn er runter geht. Wie gesagt, das ist eine Arbeit, die mache ich zu früh. Vorm Stollen, weil ich jetzt gerade die Zeit dazu habe. Das wird jetzt eh nicht so schön. Halt. So. Und wieder das Gefrügel. Das Gasgestänk oder rauszubringen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Also da hat sich Stiel damals nicht so viel dabei gedacht, aber das ist halt ein liegende Motor wie bei der 051.
da haben wir nicht mehr Gase. Ich habe bloß die Liki. Und da haben wir noch nicht Gas gesteckt. So, jetzt habt ihr das Ganze jetzt einmal aus der Nähe. Also wie gesagt, da vorne sitzt der Öltank. Die hat noch die schönen alten Deckel. Das hat mein 051A. Das hat auch die E30 solcher Deckel drin. Oder so einen Deckel. Das sind Schraubdeckel, die Werkzeug losgehen. Beim Tankdeckel schaut es genauso aus. Ja. Wie gesagt, das ist ein wenig kompliziert zum Auseinanderbauen. Wenn man es einmal gemacht hat, ist kein Problem. Der Stutzen da, das ist ohne Spritzschlauch. Der hat quasi da diesen Stutzen. Und was da beim Runderbauer ein bisschen Probleme macht, ist unter anderem diese Pinöbel da, der Ansaug. Der hängt da drauf, auf diesem Ansaugstutzen da hinten. Das Gummiteil da. Und wenn ich jetzt da dann einfach anrauf, dann seht ihr schon, dann bewegt sich da hinten dieser Gummi Ansaug. Und wenn ich zu viel Gewalt anwende, dann kann ich den zerreißen. Gerade wenn er schon ein wenig älter ist. Der ist in Ordnung, der ist soweit dicht. Ich habe ihn schon ausgebaut, habe ihn angeschaut. Der sollte keine Eiche machen. Wie gesagt, das gibt mir leider nicht mehr neu, das ist das Problem. Ich habe noch einen Nachbau nicht gefunden. Ja, dann wenn jetzt eigentlich auch so, was willst du mit so einer Scheiße sehe ich? Ja, wie gesagt, das ist halt ein wenig mein Hobby. Ja, wenn man es ein wenig vorsichtig macht, wie gesagt, mit dem Hammer vorsichtig auf die Stehpolzen und gleichzeitig Tank- und Startergehäuse oder ein bisschen anhebt, dann rutscht das Ganze ja nach und dann kriegst du es schön gelöst, ohne dass du da Gewalt anwendest. Wie gesagt, das ist kein Problem. Ja, ansonsten aufgebaut wie jeder andere Motor sich. Die hat jetzt halt einen liegenden Kolben, liegenden Zylinder. Die 051 ist im Übrigen genauso gebaut. Normalerweise die meisten Motorsägen sind ja so aufgebaut. Da hast du dein Schwungrad und hast dein Zylinder oben drüber. Und ja, oft geht dann Zündkerzen nach hinten. Auspuff zeigt dann nach vorne, wo du jetzt der Vergaser sitzt und der Vergaser sitzt, wo jetzt der Auspuff ist. Ist halt wie gesagt anders Baujahr, anders Bauprinzip, wo halt alles noch nicht so durchdacht wie heute. Aber das macht für mich auch wegen den Reiz aus. Und deswegen schraube ich an sowas gern. Weil es halt eben kein so ein 0815 Ding ist, wo ja eigentlich alles selbst erklärend ist, sondern das ist nur, wo du ein wenig nachdenken musst. Das macht eigentlich ganz viel Spaß. Wie gesagt, habe ich halt Spaß dran. Muss auch andere nicht so sehen. Die Neujahrsägen sind mit Sicherheit nicht schlecht, aber ich schraube halt gern. Und deswegen, ja, die alten sind schon recht. Ja, das eigentliche Corpus Delicti ist der Vergaser. Das ist ein Valbro WA. Ich habe ihn auch schon offen gehabt. Die Dichtungen sind soweit dicht, also der läuft auch nicht aus oder was. Aber das Problem ist halt, ja, da fördert nichts mehr. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, warum du nichts mehr fördert. Weil die Membranen innen einfach wie Pergament sind, wie Papier. Da tut sich nichts mehr. Wie ich ihn aufgemacht habe, da war er innen spritfeucht. Da waren sie auch noch relativ flexibel. Da habe ich aber schon da gemerkt, naja, die besten sind es nicht mehr. Ja. Wie dem auch sei. Müssen wir halt einmal zerlegen. Und dann machen wir die neu. Müssten heute kommen. Dann sehen wir das schon. So, ich habe das Ding jetzt einmal im Eilverfahren zerlegt. Das ist so ein Vergaser. Da ist ja nichts drauf. Das ist ja eine Lumberei, oder? Drosselklappen. Die ganze Deckel. Die Schräubler. Impulsschlauch. Sieb. Dichtungen. Membranen. Und Ventile. Regelmembran. Ja. Wie gesagt, die war noch ein bisschen flexibler, wie es auch voll Sprit war. Aber auch schon nicht mehr so toll. Ich habe gedacht, ich probiere es, aber ja.
nachdem es ausgedrungen war, und jetzt merkt man schon, also man hört jetzt, die langt sich auch wie Papier und auch für die Funktion. Ja, naja, er wird halt nicht mehr. Was soll's? War ein Versuch wert. Nadeln ausgebaut. Die Ventilnadel. Zack. Kommt ja auch neu. Feder. Betätigungshebel. Nur Gas stehen. Ist eigentlich nichts dran. So ein Vergaser, so simpels. Das sind auch nochmal irgendwelche Dichtungen. Die sitzen da hin drin. Habe ich. Super, jetzt noch kein Vergaser weiter gehabt, aber ja. Kühlschrank wurde rein. Schauen wir halt einmal, wenn der Dichtsatz kommt. Einmal neu. Dann ist der Käse gegessen. Ja, jetzt bin ich mittlerweile hausen bei den Viecher. Also mittlerweile, ich bin jetzt schon seit da noch 5000. Ja, du weißt. Hühnerstall und Schweinestall ist schon fertig. Ja, die kleinen Hühner, wer sich erinnert, ich glaube, die habe ich gezeigt in einem Video, die habe ich ja letztes Jahr ausgeputzt mit dem Brutapparat. Ja, so klar sind die nicht mehr. Das ist auch noch ein kleiner schwarzer Dreckler. Es fehlen leider mittlerweile einige. Das Problem ist, wir haben da ein paar so unverantwortliche Hundehalter. Meiner Hühner, die laufen ja frei. Aber es gibt Hundehalter, die sind halt so unverantwortlich auf ihrer. Sorry, wenn ich das so Drecksköder einfach laufen und lassen sie auch wildern. Schaue ihnen dabei zu, wie sie die Hühner zerpflücken. Ja, naja. Wenn man weiß, dass der Hund frei lässt, dann könnte man den. Der kann ja eigentlich nichts dafür, aber dann könnte man auch hängen. Normalerweise die Herrchen, Frauchen, die das machen, denen käme Hund schon mal auf die Platten draufkommen. Ehrlich wohl. Unverantwortlich. Sie dürfen normalerweise kein Haustier nicht halten, solche Hunde. Weil der Hund geht nicht nur auf Hühner, der geht auch auf Fasan, der geht genauso auf Reh. Und wir haben in der Hausen schon Probleme gehabt. Da waren schon angefressene Rehe auf dem Witting gelegen und es war kein Wolf. So nah, ja, Köder. Aber naja. Ja, sind auf jeden Fall mittlerweile recht groß. Aber all das sind auch noch dabei, seht ihr schon. Also die weißen Hühner da, 1, 2, die zwei da, die, das ist ein kleiner, die mittlerer. Das ist noch ein wenig älterer. Der Gegner ist ein alter. Aber die sind mittlerweile recht groß. Ich bin zuversichtlich, dass er jetzt demnächst einmal so anfangen. Ja, Hähnchen sind aber dabei, die müssen einmal geschlachtet werden. Dann war das auch. Ja, da hin noch Spargelchen wie immer. Ferkelchen, das alte Ferkelchen. Ich weiß nicht, wie man das schafft, aber man muss im Trog das Wasser und Futter rausholen und muss es daneben fressen. Sau. Oder Leber. Ja, die Oma. Mit ihrer Ferkel. Eigentlich hat es da ein Video gegeben. Das war relativ zeitnah nach der Geburt. Vor die Kleinen, die sind am 21.08. geboren. Habe ich eigentlich ein Video gemacht. Hat aber leider Gottes die SD-Karten gefressen. Ja, da ist ein neuer SD-Karten drin, weil die all das sich aufgehängt hat. Und ja, vom Material konnte ich leider nichts mehr retten. Ja, ich bin auf jeden Fall seit dem 21.08. junger. Wieder sind drei Sauferkel. Es waren zwei Eber auch dabei, oder besser gesagt ein Eber und noch eine Sau. Aber die zwei, die sind gleich nach der Geburt gestorben. Ich meine, die Oma ist mittlerweile, ich glaube, 9 Jahre alt. Die ist eine alte Dame, deswegen da ist nicht mehr viel Kummer. Und das war der letzte Wurf. Noch einmal los ist es dann nicht mehr. Mein neuer Zuchtsau ist ja quasi dabei. Die Glade, oder? Das ist die Sunday. Das ist die Froni. Und das ist die Moni. Die hat zwar Braunart, oder? Stenger hat sie im Verkauf. Also falls irgendjemand Interesse dran hat, 140 Euro pro Ferkel, aber nur die zwei braunen, die kleiner oder die bleibt auf jeden Fall da.
Tja, unten sind wir fertig. Weiter geht's im anderen Stall. So, Kiesstuhl ist auch fertig. Du Stingerser, nein, Kälber hört es noch nicht und ich weiß nicht, ob sie tragend sind. Wenn die BHV1 Blutuntersuchung ist, wollten wir das immer nachgucken. Es macht zumindest noch nicht den Anschein. Tja, blöd. Sau blöd. Der Ludwig war hier 2 Uhr. Die Röller, was hole ich? 3? Nee, nicht 3. Die wird 4. Und die Adele wird auch 4. Und ich habe immer noch keine Kälber. Tja, würde sagen, das hat irgendwie nicht so geklappt, wie es sollte. Entweder tut der scheiß Stier da durch Luft schießen. Oder die hat zwar da bei den Kühen, die können auch einfach nicht gedeckt werden. Keine Ahnung. Ja! Kommst du rein, die wascht, Ludwig? Ja, das ist die wascht. Das weiß ich schon. Tja. Wer weiß. Wer weiß. Wir schämen uns jetzt endlich einmal gelben. Gelben Däden. Aber gut. Naja. Er wird fertig. Feier um mit dem. So, haben wir schnell in die Halle. Ich habe gesagt, ich habe 2 Motorsäge in Kraft gehabt. Und die eine läuft ja. Die läuft, das ist die. Tja, 020 AV super. Wie ihr seht, die dann an den Griff. Die AVP, den sogenannten Professional Griff, der hinten rausgeht, den Backhandle. Oder halt, ja, Standard Motorsägengriff, wenn man so will. Und das ist eine Top-Handle. Baumfläche sehe ich quasi. Ist im Endeffekt exakt dasselbe. Aber halt, ja, Top-Handle. Das heißt, die kannst du theoretisch einhändig nehmen. Die Sperre sollte man natürlich vernünftig drücken. Falscher Hand. Was bei der fehlt, oder was die halt nicht hat, die hat keine Kettenbremse, ist keine AV-EQ, ist nur eine AV. Die andere oben hat eine Kettenbremse, die hat zwar den Deckel dafür, aber den falschen Griff dafür. Hat es auch gegeben mit dem richtigen Griff, sieht ein wenig anders aus, hat die halt leider nicht. Egal. Das war eine Einlassung, darfst du aber nicht benutzen, jo, das ist richtig, aber hier stellen kommen sie auch trotzdem. Und wenn man mal Kleinigkeit zu machen hat, kann man sie ja trotzdem nehmen. Man sollte halt mit der China-Spitze ein wenig aufpassen. Sag ich einmal, ne? Wie gesagt, die Kleine da läuft. Kann ich auch mal kurz vorführen, wenn es funktioniert. Hallo Dicky. Dicky? Ja, wozu habe ich die dann, wenn die Kettenbremse hat und man sie nicht einsetzen kann? Eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht. Theoretisch war ich eigentlich dort, welche der anderen, welche der AVP, welche der Kettenbremse. Weil ohne Kettenbremse kaufe ich nochmal, kann auch sehen, weil welche der BG darfst du ja so nicht mehr benutzen. Warum habe ich sie trotzdem mitgenommen? Weil diese Säge da eigentlich den anderen Griff drauf gehabt hat. Die ist ja gelaufen, habt ihr jetzt gesehen? Die hat einen anderen Griff drauf gehabt und das war eigentlich die AVP. Allerdings hat es der Vorbesitzer gemacht, der hat die umgebaut. Stiel 020 AV, super.
Und bei der anderen oben steht Stiel 020 AVP Super. Es ist einfach umgebaut worden, der Griff, auf die Dode drauf, weil die halt Ganger ist. Ist ja nichts verwerflich. Ich habe es jetzt aber wieder zurückgebaut, weil ich mir gedacht habe, naja, die AVP, da gehört der Professional Griff dann drauf. Macht ja Sinn, schaut gut aus. Die läuft jetzt natürlich nicht. Ich habe die zwar eigentlich mitgenommen, aber ich gedacht habe, ich kann die Dode dann, oder die Anne, als Ersatzteilspender nehmen, wenn einmal was wäre. Wie gesagt, Ansaugstutzen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Oder wenn einmal Tankdichtung oder was kaputt ist, hättest du eine Ersatzteilspende. Gut, jetzt mache ich die Anne erst einmal soweit fertig. Wie gesagt, die kann ich trotzdem noch ausschlachten, wenn es wäre. Wäre eigentlich schon drum, weil sie ja, wie gesagt, funktionsfähig ist. Aber offiziell ja nicht mehr eingesetzt werden dürfte. Aber für die Sammlung war nicht schlecht. Ja, und dem Kettenrotigel oder der Filterwing muss, der ist eigentlich über den ganzen Auspuff drüber gegangen, dass man so nicht direkt auf den Auspuff langer kann. Ja, ist schon warm. Aber gut. Ja, wie gesagt. Ich hab's auch halt jetzt, aber ich es auch nicht brauche. Normalerweise bei der gehören da andere Kettenrotigel drauf. Die hat eigentlich den Unabrems dann. Da ist halt jetzt auch nicht mit Brems drauf. Ist aber auch keine Bremsmechanik, nichts drin, also der ist leer. Wie gesagt, funktionieren Dutzer, schneiden Dutzer, sägen Dutzer. Die Ketten ist geschärft. Es ist das Alda-Schwert drauf, was auch nicht schlimm ist. Und die Alda-Ketten, die ist frisch geschärft. Also Schnittkraft hat es auch, beißen Dutzer wie Sau. Ja, keine Ahnung. Vielleicht braucht man es auch trotzdem mal in der Hebebühne oder so. Also Hebebühne suche ich in der im Hubmast da drüben. Hallo Digi. Mal Hilfe. Wie immer. Ja. Genau. Ja, so viel Dode dazu. Also, wie gesagt, das ist die zweite, die funktioniert. Und die andere, wenn der Vergaser dicht zu uns kommt, bin ich recht zuversichtlich, dass danach laufen wird. Sie ist ja schon gelaufen, bevor ich den Vergaser das erste Mal zerlegt gehabt habe. Oder das zweite Mal zerlegt, weil beim ersten Mal habe ich ihn ausgeblosen gehabt und da habe ich mit Bremse reingespült. Beim zweiten Mal habe ich ihn ausgebaut und mit Ultraschallbord gereinigt und habe aber die Vergasemembran so lange draußen liegen gehabt, dass er halt dann drucken war und ja, dann ist er gar nicht mehr angesprungen. Ich gehe davon aus, einfach weil die Membranen so hart sind. Da geht kein Sprit mehr durch. Logisch. Irgendwo ist dann einmal End. Naja. Ja, ansonsten die anderen Sachen, wo ich gesagt habe, die ich gekauft habe. Ich muss euch einmal zeigen, was es gibt. Eigentlich hatte ich um kein Interesse und Motorsägen. Aber es ist halt für mich auch ein wenig ein schönes Hobby. Die Anna, die ich gesagt habe, das ist die. Ihr seht schon, ja, die hat keinen Benzintank. Die hat keinen Gemischtank. Die hat bloß einen Öltank. Und der sitzt im Kettenrotigel. Und die hat hinten einen 16 Ampere CEE-Stecker drauf. Ja, das ist eine sogenannte Stiel E30, Baujahr 1969. Eine Elektrokettensäge. Wozu habe ich die gekauft? Ihr seht, die hängt im Müll drinnen. Mit der habe ich schon Holz aufgeschnitten. Funktioniert hervorragend. Schön leise. Optimal. Genau, das ist die. Dann habe ich gesagt, wir wollen im Wald. Da ist ein Stück finster, da sieht kein Mensch was. Wenn ihr das ganze Zubehör finden wollt, die ganzen Kisten, bla 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 blub, die 034 vom Vorher. Und da stehen an meiner Sägen die 051, meine 038, die Dolma und da steht die Glana 024. Und die habe ich mir gekauft, weil die Dolma auch mir gezickt hat. Super, läuft auch hervorragend. Schöner, kleiner, handlicher Säge zum Ausosten. Ich finde es auch optimal. Die läuft aber mittlerweile auch drin, oder neue Vergaser gekriegt. Jetzt geht die auch. Ja, so man das Ding halt mehr. Ich sehe schon, ein wenig Glatsche habe ich schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oben 7. Ja, waren immer mehr und mehr und mehr. Naja, muss so. Gut, jetzt gehe ich einmal auf
Ich glaube, bevor ich wieder reingefahren im Einkaufen, das Zeug gut ausladen. Und dann schauen wir mal, wenn die Post kommt, dann baue ich die Vergaser wieder zusammen. Und dann mal gucken, ob die andere geht. Ja. Bin ein bisschen deprimiert. Ja, Vergasermembran sozusagen. Guck mal, ich habe noch eingebaut. Ausprobiert, ist nicht gegangen. Wieder alles voneinander gebaut. Vergaser, nicht mal ein Ultraschallboot geschmissen. Wieder alles zusammengebaut. Mittlerweile ist es. Naja, ihr könnt die Uhr lesen, ne? Und das Licht läuft immer noch nicht. Ich habe die Zündung eingestellt. Wir haben Zündfunken. Der Unterbrecherkontakt ist auf Seiten. Also Zündfunke ist da. Wir haben Sprit. Ich stelle den Vergaser ein, wie er soll. Nix. Ich drehe minimal an der L-Schraubenfette. Die sehe ich, macht dann Hustere. Abgesoffen. Ich drehe an der L-Schraube ein bisschen Labenmochere. Nichts mehr. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Vergaser einfach einen Glatscher weg hat. Vielleicht hat er mal eine, die L- und H-Schrauben vergewaltigt. Möglicherweise. Bis auf Grund gedreht und gib ihm vielleicht noch mehr, vielleicht ist da was verbogen, dass das nicht mehr sauber läuft oder ja, vielleicht ist er oxidiert innerher, was man nicht sieht oder keine Ahnung, oder ist doch eine Kanolen noch dicht. Mal ist die Katzen nass, mal ist die Katzen trocken. Lust da wegen Sprit neues Ding rein, läuft es auch kurz an, geht wieder aus. Wie gesagt, drehst du ein bisschen lang mehr Sprit. Säft es sofort ab, dann hast du noch eine Katzen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das Licht hat auch. Ich habe jetzt bestimmt heute 150 Mal gezogen. Die sind mal gelaufen. Also ganz am Anfang, wo ich den Vergaser gemacht habe, ist er mal gelaufen, aber nur auf Vollgas und dann ist er nicht mehr gelaufen. Sobald das Gas weggenommen hast, ist er ausgegangen und dann ist er aber auch nicht mehr angegangen und seitdem läuft es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Wir haben Kompression, da drauf liegt es nicht. Also Kompression ist da, kann man so prüfen. Ist eh bloß ein kleiner See mit, ich glaube, 35 Kubik. Kompression ist da. Der Kolben ist tiptop in Ordnung, der Zylinder ist tiptop in Ordnung. Die Kolbenring sind schön geschmeidig, legen sich gut an. Funktioniert. Wir haben Zündfunken. Wir haben Kraftstoff. Wir haben im Vergaser lauter neuer Membranen und Dichtungen. Und ich habe nichts vergessen. Ich habe den Vergaser, das ist ein Valbro VA, richtig eingestellt innerher. Bei der Regelmembran sitzt ein kleiner Hebel, der das Nordelventil betätigt. Wenn du Gas gibst, der macht das Nordelventil auf, dass mehr Sprit durchkommt. Den habe ich korrekt eingestellt, wie es muss. Aber läuft nicht. Ich habe die Schnauze voll. Sogar. Wenn man den ganzen Tag bobbelt oder die ganze Woche bobbelt und denkt, jetzt funktioniert es eigentlich und dann geht es doch nicht. Ja. Ich weiß natürlich nicht. Vielleicht ist es trotzdem die Zündkerzen oder, naja, die Zündkerzen, ne? Die Zündkerzen habe ich mit der anderen Sehe drüben getauscht. Das in der anderen Sehe rennt, also das ist es nicht. Möglicherweise, ich habe noch einen Verdacht, ist die Zündspulen kaputt. Kosa, ist ein wenig eine Krankheit bei der sehe ich, kann passieren. Zwei Möglichkeiten, entweder ich bestelle jetzt eine Zündspulen, puppel die noch rein und ich sehe, ich läuft dann oder läuft nicht. Möglichkeit Nummer 2. Ich baue die andere Säge drüben auseinander, nehme die Zündspulen, baue sie da ein, probiere es aus, ob es geht. Wenn es nicht geht, habe ich zwei Zerlegter sehen. Die eine läuft im Moment. Die möchte ich eigentlich ungern zerlegen. Weil noch könnte ich hergehen und könnte einfach den Griff da, oder? Und den Tank auf das andere Kurbelgehäuse draufsetzen und die Säge läuft. Will ich jetzt ungern machen. Mal schauen, vielleicht bestelle ich mir auch mal so eine Zündspulen.
Ja, mal gucken, was die kosten, aber ich glaube, die kosten nicht die Welt. Ist halt scheiße, weil man es einfach komplett zerlegen muss, dass du da noch kommst, weil die sitzt natürlich da hinten unter dem Stade und da kommst du dann nur noch, wenn du alles auseinander baust. Eglor, weil einfach könnte ja jeder. Naja, den Humor darf man nicht verlieren. Naja, für heute langt es auf jeden Fall, wie gesagt, das ist 11 Uhr. Ich gehe jetzt rauf, ich gehe jetzt duschen, dann gehe ich in mein Bett. Wenn ich Schnauze voll, dann leckt mich das sicher am Arsch. Dann bleibt der Hund in der kalten Halle stehen. Vielleicht ist er verwöhnt, weil er oben im Wohnzimmer war, da war es warm. Dann soll es jetzt ein wenig frieren. Naja, dafür kann ich euch was anderes zeigen. Die läuft, die ist heute zugekommen. Tja, Nucher sehe ich. Was will der mit Nucher an, sehe ich? Ja, ist der blöd. Ja, der Vater hat mich gefragt, ob ich Nucher sehe ich brauche. Ihr wisst doch jemanden, der einer hat. Ein 044, Baujahr 95, mit 63er Schwert, mit 3 Ketten. Ja, schlussendlich hat er sich gekauft, hat 200 Euro gekostet. Mich fragte ich so, ja, so dass er sich selber kauft, weil ich ja so viel Motorsägen habe, muss er jetzt wieder ein wenig auffüllen oder so ähnlich, keine Ahnung. Er steht ja im Endeffekt auf demselben Betrieb, ich kann es ja auch nutzen. Aber Pflege und das mache ich, weil, na, ich zeig's jetzt nicht. Also man könnte ja Motorsäge immer mal sauber machen, noch einmal, aber man stellt sie halt wieder in ein neues Regal und wenn man wieder 9 Volt geht, nimmt man sie wieder raus und dann geht man wieder in den Hahn, dann stellt man sie wieder ins Regal und so geht es Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Da ist der Luftfilter voll träg, da ist der Vergaser mittlerweile voll träg, da fallen dann mittlerweile irgendwo Schrauben ab, da fällt dann der Kettenfänger und tralala und ja. Nö, aber die Dore, die funktioniert. Das Einzige, was gemacht gehört, das Starteseil, das geht nur noch bis daher. Das ist ein bisschen Lakotz. Die Kost zu starten, also das ist der Witz, das war mal ein Elastostart von Stiel. Das war nicht mehr gerade Elasto. Das ist kaputt. Also ein neuer Startergriff kommt drauf. Allerdings kein Elastostart, braucht man normal nicht. Also ich habe das bei Kanne sehe ich gebraucht. Ich habe das bei meiner 0,51 nicht und die hat deutlich mehr Hubraum wie das Ding da. Die hat glaube ich 75 Kubik und mein anderer hat 89 Kubik. Also wenn ich es bei meinen Grusen nicht brauche, braucht man es bei der da auch nicht. Spielerei da. Ja, neues Starteseil, neuer Startergriff. Weil leider etwas desolat. Nö, schweres Ding da. Kettenfänger. Da war mal ein Kettenfänger irgendwann vor grauer Vorzeit. Da kommt ein neuer rein. Das ist ein sicherheitsrelevantes Teil, meiner Meinung nach. Das sind die einzigen Dinge, die da drauf gemacht können. Drei Kleinigkeiten. Kettenfänger kostet 2,99 €. Der Startergriff kostet, glaube ich, 3,50 € und das Starteseil kostet 4,50 €. Also, ja. Wie gesagt, das kann man mal investieren. Was auch noch gekriegt, das habe ich beschlossen. Da sind zwar Bohrungen schon vorhanden. Da sitzt ja einer, eine Baumkralle. Und ich mache da auf die Seiten auch noch einer. Ich habe das bei meiner 0,38 und ich finde das recht ja, elegant. Das schaut einfach zu der Sicht passend gut aus. Und bei der Rohre, da kann man das durchaus auch machen. Kriegt ihr auch einen zweiten Krallenanschlag. Und dann schaut das auch ein wenig besser aus. Ich finde, es passt ein wenig besser. Ja, die sehe ich gearbeitet hat es auch noch nicht viel. Die war jetzt 10 Jahre in einem Container oder besser gesagt in einer Gitterbox drin gestanden, hat nichts mehr gearbeitet. Ja, mal ein wenig grob gewaschen und ja, mal angelassen und rennt. Ja, was will man mehr? Passt doch, würde ich sagen. Also, günstig Schnäppchen. 0,44 liegt jetzt vor der Leistung so ein wenig zwischen der 0,38, die ich ja auf Magnum umgebaut habe, also mit paar, müsste ich lügen, ich könnte jetzt nicht sagen 4,8 oder was PS, 72 Kubik sind es glaube ich, die PS weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich lügen,
038 Magnum, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Habe ich auf jeden Fall damals die Alta umgebaut. Das ist ein Magnum, die hat auch dementsprechend Leistung, die kriegst du nicht klar. Ja, und die da, die liegt noch ein wenig drüber, die hat glaube ich 5,4 PS. Und mein Grusa Stil, die 051 hat ja 5,8 PS, also ist noch einmal wegen Leistungsstärke. Und die liegt jetzt halt genau dazwischen drin. Ja, ein bisschen ein altes Schätzchen. Ist halt immer noch so günstig zugelaufen. Ja, immerhin, die läuft. Und die Kleinigkeiten, die zu machen sind, die sind, ich sage mal, nicht systemrelevant. Zumindest nicht für den Betrieb. Wie gesagt, der Krallenanschlag, das ist so eine Sache, der gehört einmal gemacht, weil das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Das sollte schon vorhanden sein, falls die Ketten doch einmal um die Ohren fliegt, dann musst du am wenigsten in den Bar stecken. Aber sonst, der Rest ist in Ordnung, der Rest passt. Die Tankentüftung muss ich mir mal noch angucken, weil irgendwie ist der Stutzen schon wieder nass. Vielleicht ist die ein bisschen, weiß man nicht. Könnte sein, muss nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Ding ist das. Wie gesagt, 044, schöner Baugröße, 63er Schwert drauf, ist ein Oregon-Schwert, kein Originalstil. Die Säge ist so, 1995 neu gekauft worden beim Händler. Und hat ja, bloß ein paar so Holzbündel klar gesägt, das wäre das große Schwert. Mehr hat die nicht gesehen. Ja, und dann ist er eingelochert worden. Und da muss er jetzt 10 Jahre gestanden. Ja, mit der Farm Glück haben. Nicht so wie ich mit meiner. Aber ich habe ja immer noch einen Plan B. Wenn ich die dort gar nicht zum Laufen kriege. Ich habe ja immer noch die zweite. Weil ich habe zwei gehabt. Und die läuft ja. Dann baue ich den Griff und den Tank mit dem Typenschild und den Starter, der schön funktioniert. Auf die drauf. Und dann habe ich ein funktionsfähiger Sich. Und das Kurbelgehäuse lege ich mal auf Halde. Wenn ich irgendwann einmal Ersatzteile brauche, habe ich noch was. Also, notfalltechnisch gibt es noch eine Möglichkeit. Na, wie gesagt, die kriege ich auch wieder irgendwie zum Laufen. Mal gucken. Vielleicht ist wirklich das Zündmodul unten her, die Zündspulen, dass die an Klatsche weg hat. Es ist die erste da drinnen. Wie gesagt, möglicherweise hat die einen Treffer weg. Ich habe sie jetzt eingestellt. Die springt immer mal an. Man hat ohne Druck auf die Zündkerzen, also quasi wenn die Zündkerzen hausen, ist halt schön Zündfunken. Wenn du die Zündkerzen in den Brennraum reinschraubst, also in den Zylinder reinschraubst, dann steht die ja unter Druck, wenn die Kompression kommt. Und das wirkt sich ja aus. Nachdem es die Zündkerzen ja nicht ist und die Spannung ja zum Zünden relativ hoch sein muss, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach die Zündspulen selber ist. Austauschen, ausprobieren. Notfalls habe ich halt noch ein Neuteil, weil wie gesagt, den Vergaser habe ich jetzt eigentlich zweimal im Ultraschallbord jeweils eine halbe Stunde gehabt. Der wurde 60 Minuten im Ultraschallbord in hochkonzentrierter Reinigung. Also wirklich für Vergaserreinigung so angesetzt. Der ist eigentlich freigeblasen. Ich habe damit Bremsen rein, ich habe durchgespült. Ich habe damit Druckluft überall ausgeblasen. Ich habe alles zerlegt gehabt am Vergaser, da war nichts mehr drin. Siebler sind gereinigt, es sind die ganzen Membranen, die Dichtungen, es ist alles neu. Wirklich alles. Nadelventil, der ist korrekt eingestellt. Ich denke nicht, dass er am Vergaser liegt. Impuls haben wir da, also die hat Unterdruck und Überdruck erzeugt, die fördert Sprit, der Vergaser, die Regelkammer und die Pumpenkammer stängen voll Sprit. Ich kriege den Sprit auch in den Brennraum neu, aber entweder die Katzen waren dann platschend nass und säft ab, oder die ist drucken. Und wie gesagt, vielleicht zündet er ja einfach nicht und ist deswegen dann auch so nass. Schauen wir mal. Da halte ich auf jeden Fall. Es war Zeit fürs Bett. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war der Erfahren. Irgendwann läuft der Hubel schon.
Es ist ja nicht so, ich habe ja noch mehr Sägen. Ich habe ja den 024 Super, die läuft ja hervorragend. Ich habe die 038, die läuft hervorragend, nachdem ich die Wände drin jetzt gemacht habe. Ich habe die 051, die läuft hervorragend. Ich habe die Dolmar BS35, die läuft hervorragend. Ich habe die Stihl E30, die geht. Ich habe die 020 AV da drüben, die funktioniert. Wir haben eine 044, die funktioniert. Ja, die funktioniert gerade nicht. Das ist die 034 von vorne. Wie gesagt, also die war 10 Jahre irgendwo gestanden. Die sehe ich hat schon gearbeitet in ihrem Leben, aber eigentlich kann man das gar nicht zeigen. Der Dreck, der wo da hinten drauf hängt, so dick wie der da noch hängt an der Stelle. So dick war der ringsrum auf dem Luftfilter. Ringsrum. Vorne, hinten, überall. Ich meine, sehe ich läuft nicht mehr richtig. Ich kann so ja auch mal putzen. Aber die muss ja was erben, die muss ich mir erben. Ich meine schon richtig, aber ich meine, ich bin den ganzen Tag gearbeitet, habe, hupfe ich auch mal rein die Dusche und mache mich sauber. Und die sehe ich, die braucht es halt da, wenn sie den ganzen Tag gearbeitet hat. Naja, in diesem Sinne, jetzt machen wir Feierabend. Ich mache nicht mehr. Mache jetzt Schluss. Wie gesagt, es ist Viertel zwölfer. Duschen, Bett. Schnauze voll. Ich mag nicht mehr. Mal gucken. Wie gesagt, eventuell die Zündspulen. Das wäre jetzt noch so für mein Verdacht, wo ich sagen könnte. Weil wenn ich den Vergaser so einstelle, dass er genug Sprit in den Brennraum bringt und dann die Kerzen absäuft, die Kerzen aber nicht schuld ist. Naja, das wäre jetzt so mein nächster Gedankengang. Keine Ahnung. Ne, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt ist Feierabend. Auch für dieses Video. Das ist, denke ich, lang genug geworden. Viel zu viel gelabert, viel zu viel gezeigt. Es war mal wieder ein Vlog. Seit sehr langer Zeit. Ich muss mich da auch mal wieder neu finden. Ich habe ja gesagt, das wird nicht so häufig kommen, weil das ist immer, wie ich Zeit habe und Lust habe. Aber da habt ihr wenigstens einmal gehabt. Es kommt schon wieder was, also keine Angst. Ich habe immer gesagt, es kommt einmal wieder, es kommt einmal wieder. Aber halt so, wie ich Zeit habe, nicht mehr so regelmäßig, das ist einfach so. Ich kann probieren jede Woche eins, aber ob ich das überhaupt auf die Reihe bringe, weiß ich nicht. Erst einmal schauen, wann ich das Video geschnitten kriege. Mit ganz viel Glück. Ganz viel Glück, wenn ich morgen frühzeitig aufstehe, schneide ich es vielleicht in aller Herrgottsfrüh und lasse es rendern. Dann könnte es mit Glück vielleicht morgen Nachmittag, also am Sonntag Nachmittag, online gehen. Versprechen tue ich aber nichts. Weiß ich nicht. Ihr erfahrt es ja, ihr habt es ja dann gesehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis demnächst. Und ja, ich halte euch mit der dämlichen Sicht oder auf dem Laufenden. Servus.